bei der ich wieder Beinchen brauche. Okay. Dann. Ja, dann gehen wir und folgen nun der Hauptquest. Endlich mal wieder. Hohepriester Arantonidas. Arantonidas. Ich glaube, von dem habe ich gehört. Dem sollten wir da was geben. Ja, Bruder. Kann ich etwas für euch tun? Gandalf. Genau, das ist der Hohepriester und dem sollten wir den Brief zeigen. Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Aber es geht wohl nicht anders. Der Krieg verlangt Opfer von uns. Ja. Wenn ich euch aber noch eines raten darf, geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Der Weg dorthin ist lang und zu diesen Zeiten auch gefährlich. Sucht euch etwas Ausrüstung zusammen und stärkt euch. Mach es. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Das wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Was denn? Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen. Und danke. Bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Hier ist immer eine Tür für euch offen. Das werde ich vielleicht. Mögen unsere gnädigen Götter euch ihren Segen gewähren. Lebt wohl. Wurzelsuche. Auf zum Sanktum. 200 EP. Heiltrank. Genesungstrank. Nach dem jetzigen Abschied ist mir klar geworden, dass ich meine Heimat, die Abtei von Tirin, bisher nie wirklich verlassen hatte. Solange ich denken kann, war dies immer mein Zuhause gewesen. Doch ich weiß nichts über meine eigene Vergangenheit, wer mein Vater und wer meine Mutter sind. Nun, da ich die Abtei verlassen werde, kann ich mich auch auf die Suche nach meinen eigenen Wurzeln machen. Vielleicht sollte ich zuerst meine Truhe, die vor meinem Bett steht, nach Hinweisen durchsuchen. Okay. Das war die da, oder? Ja. Oh, Eisenpfeile, Kleidung, Bier, Genesungstrank und bemaltes Papier. Das sehe ich mir mal an, das bemalte Papier. Da, Inventar. In der Truhe habe ich eine alte Zeichnung von mir gefunden, die mir weiterhelfen könnte. Ich muss sie vor langer Zeit gemalt haben, denn ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wie es scheint, sind darauf das Tal und die Abtei zu sehen. Auf der Insel im See ist ein Kreuz und ein Schwert. Was ich mir dabei wohl gedacht habe? Ah, okay. Ein Kreuz und ein Schwert. Ist das die Abtei oder ist das ein Turm? Das muss die Abtei sein, oder? Das muss die Brücke sein. Okay. Das will ich mir mal ansehen. Das interessiert mich gerade. Vorher speise ich es nochmal wieder. Wie immer. Und das Spiel ist nicht abgestürzt bisher. Freu. Okay. Die Brücke. Hier. Die Insel. Muss dort sein. Wer ist das? Gaglim, der Vetter an. Keine Zeit, ich bin im Dienst. Aha. Einmal schwimmen. Das war hier hinten irgendwo, oder? Hier in der Nähe der Hütte, glaube ich, oder? Da war die Insel. Wow. Gerade macht das Spiel ein bisschen Ärger. Okay, nochmal auf die Zeichnung sehen, bitte. Ja, was heißt hier bitte? Ja. Aha. Ein Schwert. Und ein... Das scheint da hinten zu sein. Moment. Seht mal. Seht ihr die Insel dort? Das müsste da sein, oder? Ein Schwert. Warum ist da ein Schwert eingemalt? Drauf gemalt. Was habe ich mir dabei wohl gedacht? Okay, ich will mal dahin. Vielleicht ist es ja diese Insel, die wir gesucht haben. Ich bin zum Kampf bereit. Moment, erstmal will ich mir nochmal meine Ausrüstung ansehen. Dachte ich mir.
Ich habe gerade keine Hauptwaffe. Ich nehme jetzt die Axt da rein. So. Damit ich eine neue Hauptwaffe habe. Gut, mein Schild ist auch da. Okay. War das hier? Feuerfunke. Plus 1 Glück. Wow. Feuerfunkenkapseln. War das schon alles? Nein, oder? Aber das war doch die Insel, oder? Sehen wir uns mal kurz auf der Karte um. Doch, das muss die gewesen sein. War das alles hier? Ach, ich vergaß. Es heißt, mit Schaufeln kann man nach Schätzen graben. Und ich glaube, ich habe noch eine. Ja, hier. Keine Ahnung, wie das jetzt gedacht ist mit den Schaufeln. Bei der 2 habe ich gerade den Bogen fallen gelassen. Warum auch immer. Habe ich jetzt den... So. Keine Ahnung, wie das gedacht ist mit den Schaufeln. Nein. Vielleicht muss er einfach nur klicken. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich hier gerade komplett am falschen Ort suche. Und eigentlich ganz woanders suchen muss. Aber ich glaube, das ist doch die Insel, die gesucht ist. Ein Kreuz. Ich kann mir nicht helfen. Aber seht mal. Seht euch mal auf der Karte. Seht euch das mal an. Da bin ich. Das ist die Insel, auf der ich gerade bin. Das ist noch der Anlegersteg. Und dann seht euch mal die Heißung hier an. Der Anlegesteg. Da ist die Brücke. Und da... das Kreuz. Erstmal guckt mal mir an, ob ich die Quest denn schon aktiviert habe. Ja. Ich sehe mich mal in der Nähe um. Hoppa. Ruckel, ruckel. Ruckel. Hoffentlich ist nicht so viel. Das wäre sehr blöd, wenn es jetzt ruckelt, bis es geht nicht mehr. ja, hier seht ihr den Steg, da vorne. Und das ist die Insel. Also, und hier ein Schwert, könnte Kampf bedeuten. Schwert, Glas, bedeutsam mit Kampf, vielleicht. Oder Schwert bedeutet in diesem Fall... dass da ein Schwert ist, vergraben ist, das uns den Weg markiert. Vielleicht so etwas in der Art. Aber vielleicht liege ich gar nicht so falsch mit... Ja, hier waren die... haben die Magier verbrannt. Ich will keinen Ärger. Ja, ja. Hä? Oh, habe ich ja gar nicht gesehen. Magietränke. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was man so alles entdecken kann, wenn man sich einfach mal umsieht. Okay, hier war ein Schwert markiert. Nochmal sehen. Hier.
Ich bin hier ungefähr. Alte Surfstelle. Ah, die alte Surfstelle. Das ist wohl mit der Spitzhacke gemeint. Und ich bin gerade ans Headset gekommen. Ich hoffe, hab's nicht gestört. Oder es hat nicht gestört. Der Weg führt hier oben lang. Die Hacke könnte die alte Surfstelle sein, die ich da gerade gesehen habe. Hier. Ja, ist direkt neben der Insel ungefähr. Und im Norden... Wie weit im Norden? Sorry, wenn es gerade langsam vorangeht, aber ich finde das einfach so interessant.